Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und damit herzlich willkommen zu einem Langzeit- bzw. einem Review nach ungefähr 4 Monaten in Benutzung. Und zwar zu dem Diplomat Traveler. Ich habe vor 4 Monaten ungefähr darüber schon mal ein Video gemacht. Und ja, eigentlich wollte ich schon mal nach 1 Monat ein Review machen, aber wie es halt so ist, kam viel dazwischen. Und deswegen heute mein Eindruck nach 4 Monaten. Nachdem ich die Feder ein bisschen so geschliffen habe, wie ich das Ganze wollte. Und ja, ich habe ihn immer mal wieder benutzt, natürlich nicht durchgängig. Dafür, ja, es wird einfach nicht mit meinen Video-Uploads passen, wenn ich tatsächlich jeden Monat oder jeden Füller einen Monat lang testen würde. Aber ich habe immer mal wieder damit geschrieben, habe, wie gesagt, das Ganze ein bisschen umgeschliffen. Damals war ich ja von der Feder nicht so beeindruckt, möchte ich mal sagen. Also sie hat halt relativ starke Aussetzer. Gerade Richtung Anschreibprobleme war das dann doch schon etwas mehr. Und ja, jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, wie sich das so jetzt entwickelt hat und ob das jetzt besser ist. An sich, füllermäßig hat sich nichts verändert. Also immer noch die gleiche Feder drauf. Das Gewinde funktioniert. Das war ja damals auch was, wo ich gesagt habe, dass man das vielleicht aus Metall machen könnte, dieses Gewinde. Ist natürlich weiterhin jetzt aus Plastik und es funktioniert auch immer noch gut. Als Farbe habe ich Diamine Aqua Blue, müsste das sein, drin. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie der anschreibt. Ich schaue noch mal ganz kurz nach der Tinte. Und genau, wie ich es gesagt habe, also es ist drin, Diamine Aqua Blue. Schöne Tinte, schönes helles Blau. Und ja, ich bin immer noch an sich von dem Konzept vom Traveler, also Gewicht, Größe und so weiter, bin ich nach wie vor damit zufrieden. Größe ist halt wirklich ideal zum Reisen. Das Gewicht ist schön angenehm leicht, der Füller ist nicht zu dünn. Man kann damit ganz entspannt ein bisschen schreiben. Ja, und für den Preis von roundabout 50 Euro ist es wirklich nach wie vor ein gutes Modell. Ja. Und die meisten haben auch tatsächlich mit der Feder keine Probleme. An sich muss ich sagen, mag ich die Diplomat Stahlfedern auch. Also gerade bei meinem Excellence A2. Den habe ich auch mit einer Stahlfeder. Und ich liebe diese Feder. Und von daher, Diplomat macht nach wie vor gute Qualität und dann war es wahrscheinlich bei dem Füller einfach, dass die Feder bzw. der Tintenleiter etwas Probleme gemacht hat. Aber wir schauen mal. Also, das ist der Diplomat Traveler mit einer M-Feder nach circa 4 Monaten. Mal benutzen, ja, ab und zu immer mal, gerade auch für Quotes, also für Zitate auf Instagram. Ich finde die Feder mittlerweile wirklich gut, ja, keine Anschreibprobleme, Tintenfluss ist wirklich wunderbar, da kann man sich nicht beschweren, es macht Spaß, damit auch längere Sachen zu schreiben, hat in keine Richtung irgendwelche Probleme. Top Overwriting funktioniert. Auch das nicht wirklich kratzend. Aber ja, gut. Ich benutze es grundsätzlich sowieso nicht. Machen wir mal den schnellen braunen Fuchs. Also wirklich schreibgut, Tintenfluss einwandfrei. Wie gesagt, drin ist der Diplomat Konverter mit Diamine Aqua Blue. Diamine Tinten an sich gut fließende Tinten und ja. Es macht Spaß, damit zu schreiben und mittlerweile muss ich wirklich sagen, kann ich auch hier eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen.
dass das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, ich vermute einfach, dass bei mir entweder Tintenleiter oder Feder ja, kleinere Probleme hatten. Wie gesagt, funktioniert es aber gut. Und finde ich immer noch eine sehr schöne Feder. Hatte ich ja damals im Video auch schon gezeigt. Und ja, ich finde halt diesen Tintenleiter immer noch grundsätzlich speziell vom Design. Dass halt nicht dieses typische Standard-Design von Konvertern ist. Aber soll nicht weiter stören. Das Wichtigste ist natürlich, dass ein Füller gut schreibt. Und wie gesagt, mittlerweile kann man den noch mal ein bisschen draußen liegen lassen, ohne ihn zu schreiben. Und er trocknet nicht direkt aus, ohne Kappe. Und von daher, mittlerweile nach ungefähr 4 Monaten, kann ich wirklich ganz klar sagen, es ist ein guter Füller. Ihr macht mit dem Füller nichts verkehrt. Und ich meine, im schlimmsten Fall gebt der Diplomat Bescheid und dann tauschen die euch die Feder. Ich denke, das sollte auch nicht das Problem sein. Jede normale gute Firma sollte ja auch ein oder das Ziel haben, dass die Kunden zufrieden sind, neben natürlich Gewinnmaximierung, das ist ja logisch, irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen, aber ich denke, da wäre bei Diplomat auch nicht das Problem da, dass sie euch vielleicht einfach die Feder tauschen, die Feder prüfen, wie auch immer, aber auch Schnellschreiben funktioniert damit ohne Probleme, also wirklich sehr, sehr gut, Tintenfluss gut, guter Füller, guter Preis und ja, wie gesagt, gerade zum Mitnehmen, perfekt, es wiegt nicht viel, von der Länge her geht's vollkommen klar und ja, schaut euch gerne das alte Video an, dass ihr auch da meine Meinung zu habt und ja, das ist mein Update nach 4 Monaten und genau, das soll es von dem heutigen kurzen Video auch gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.